darf ich vorstellen, heute wird mal wieder Geld verdient. Und dementsprechend müssen wir hier eigentlich nur warten, weil das Geld fällt nämlich von oben runter und dann verdienen wir es. Und jetzt haben wir schon 27 Dollar verdient. Rich. Okay, was müssen wir machen? Wir müssen hier dort draufdrücken, wo der Finger uns sagt, dass wir da draufdrücken sollen. Und dann am besten einmal diesen Bumper, diese Plus 1, legen wir dahin. Und wir sehen, dass aus unserer 1-Dollar-Note auf einmal 2 werden, sobald sie diesen Kreis berühren. Okay, das bedeutet also, wir müssen uns dementsprechend dann wieder einen weiteren holen, den da drauflegen und dann haben wir Plus 2. Das ist, glaube ich, schon das Tutorial des Spiels gewesen. Und dementsprechend haben wir jetzt tatsächlich 3 Dollar, die wir da pro runterfallen bekommen. Ich würde mal sagen, wir holen uns einfach mal, oh, jetzt haben wir noch einen weiteren Bumper, einen 1,1 Bumper. Und hier könnten wir vielleicht so ein bisschen nach links gehen und oh yes, das ist eine gute Idee. Wir haben jetzt nämlich hier ein Doppelt- und Dreifach-Bonus. Das heißt, immer wenn es nach links fällt, dann jumpt es immer so ein bisschen herum und manchmal bekommen wir sogar 5 Dollar pro Runterfallen. Guck mal, jetzt ist es gleich nochmal so weit, oder? Nee, doch nicht. Jetzt können wir hier unten einen weiteren Slot freischalten für 50 Dollar und können uns tatsächlich hier gleich nochmal was holen. Also, sieht auf jeden Fall ganz gut aus. Ich würde hier nochmal vielleicht ein paar Bumper extra holen. Oh, Baby, das sieht gut aus. Wir nehmen auf jeden Fall hier erstmal nochmal plus 1, 1 rein, sodass wir die andere Seite ebenfalls ein bisschen upgraden können. Und dann würde ich nochmal kurz gucken. Yes, können wir das nochmal ebenfalls drauflegen, um eine 1,2 draus zu machen. Okay, das heißt also, wir sind jetzt auf jeden Fall gut dabei, richtig viel Kohle zu verdienen. Und das Beste daran ist, dass wir jetzt hier für 500 bald den nächsten Slot freischalten können. Plus, wir können hier nochmal aus der plus 2 plus... Warte mal, warum können wir daraus nicht plus 3 machen? Warum geht das nicht? Ah, vielleicht brauchen wir 2 plus 2er, um daraus ein plus 3er zu machen. Wisst ihr, wie ich meine? Gucken wir mal, dass wir uns noch ein paar Bumper extra holen und schauen, ob das wirklich so stimmt. 1 und 1 ergibt 2. 2 und 2 ergibt 3. Okay, damit haben wir tatsächlich recht gehabt. Das heißt also, wir machen daraus jetzt auch nochmal ein plus 1,2er, daraus dann 1,3er. Und aus den 2 können wir dann nochmal ein 1,2er da unten hin machen. Und hier unten platzieren wir nochmal ein 1er hin. Oh yes. Okay, das sieht schon sehr, sehr nice aus. Da fallen jetzt inzwischen schon 7er runter, okay? Das sieht sehr, sehr gut aus. Da nochmal auf der anderen Seite mal ein 5er, ne? Sieht schon ganz nice aus. Oh, nice, nice. Guck mal, der wird direkt zu 5, 6, 7 oder 12. Habt ihr es gesehen? Oh mein Gott, das sieht richtig gut aus. Okay, dann können wir hier nochmal für 50 Dollar was Besonderes nochmal holen, und zwar den Base Income. Das bedeutet also, dass die Zahl jetzt nicht mehr eine 1 ist, die darunter fällt, sondern unser Base Income ist jetzt tatsächlich eine 2. Das heißt, wir drücken nochmal drauf und bekommen nochmal eine 3. Das heißt also, wir sind jetzt tatsächlich mit einer 8 sogar gerade ausgestattet gewesen, und desto höher natürlich die Base, das war eine 20! Okay, ich glaube, ich bin gerade ein bisschen zu extrem geworden. Aber das war gerade eine 20, okay? Also, Base Income hat sich auf jeden Fall schon gelohnt. Würde ich auf jeden Fall nochmal kurz upgraden. Und danach, sobald wir können, nochmal kurz upgraden. So, das heißt also, warte mal, hier fällt hier, also aktuell, ne? Leute, hier fallen gerade 10er und 20er runter. Und pro Drop, okay, pro Drop bekommen wir hier gerade richtig viel Kohle. Das heißt also, wir können uns hier auch nochmal ein paar Bumper extra holen. Und das sind alles nochmal weitere Upgrade-Dinger. 1,2, 1,2 kann man 1,3 daraus machen. Schon mal sehr, sehr nice. Und vielleicht sollten wir statt dem 1er da unten die 1,1 nochmal hinpacken. Weil ich glaube nämlich, wenn wir da nochmal den Multiplikator lieber nehmen, dann würden wir da viel mehr verdienen. Weil multiplizieren ist einfach das krasseste, Leute. Immer bang, bang, bang. Wisst ihr, wie ich meine? Da muss einfach immer zusätzlich multipliziert werden. Uiuiuiui. Guck mal, 1,6. Oh, 10. Oh, yes. Okay, also, wir brauchen auf jeden Fall so viele Multiplikationsdinger wie möglich. Oh, da ist gerade eine 30 einfach runtergefallen. Hey, was ist das hier? Doppelter Bonus? After watching the commercial, you will receive a double bonus for only 80 Sekunden. Oh, warte mal, dafür bin ich noch nicht bereit. Also, was können wir machen? Wir können Speed jetzt inzwischen upgraden oder unser Base Income. Leute, Base Income müssen wir auf jeden Fall upgraden und noch mehr Zahlen holen, okay? Oh, yes, das sieht gut aus. Also, guck mal, daraus können wir plus 2 machen. Das heißt, wir brauchen nochmal eine Zahl. Machen plus 2, plus 2, plus 3, plus 3, plus 3, plus 3 ist 4, Baby. Oh, yeah. Damit sind wir jetzt bei der 4. Das sieht sehr gut aus. Dann haben wir hier nochmal ein 1,2er und ein 1,1er. Okay, das ist natürlich nicht so krass. Dann nochmal ein plus 1er. Ja, gut, okay. Ihr könnt nochmal unser Base Income nochmal erhöhen und dann würde ich sagen, können wir das Ganze hier mal ein bisschen laufen lassen. Ihr seht, oh, guck mal, auf 20, auf 22 geht es runter. Also, wir bekommen inzwischen wirklich viel Kohle und die Dinger sind tatsächlich so inzwischen doppeln und dreifachen die sich, ne? Das ist sehr, sehr gut. Guck mal, hier 16. Aber irgendwie müssen die sich ein bisschen mehr öfters berühren, damit das nochmal besser funktioniert. Okay, was ich gerne noch probieren würde, ist eigentlich, natürlich müssen wir den 500er nochmal ablocken, weil das ist wirklich krass. Weil da fliegt wirklich
nicht alles vorbei, da passiert einfach nichts, okay? Sollen wir wirklich Speed upgraden? Das sind nur 5% am Anfang, wisst ihr, was ich meine? Aber die 5%, die machen's ja, ne? Die machen's doch, oder? Oder ist es der Base Income? Oder wir sollten mehr Bumper kaufen. Komm, wir kaufen mehr Bumper, ist egal. 1,1 gibt's 1,2. Dann machen wir daraus ein 1,3. Dann haben wir hier nochmal ein 1,2er. Können dann aus einem 1,3er ein 1,4er machen. Hier unten kommt nochmal ein 1,2er hin. Dann können wir hier bang, bang, 2,2, 3,3 machen. Ah, brauchen wir noch einen Bumper? Yes. Machen wir 2,2, 3,3, 4,4, 5,5. Okay, nice, 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 nice. Okay, damit haben wir jetzt nochmal ordentlich Bumper geholt. Dann können wir hier nochmal 1,3 machen. Und damit verdienen wir schon mal deutlich mehr. Plus, wir haben da jetzt nochmal 1,3, 1,3, können daraus 1,4 machen. Oh, was? Wir haben jetzt schon wieder 400 Dollar, Leute. Okay, dann würde ich sagen, es wird Zeit, sich Speed zu kaufen, ne? Können wir da tatsächlich schon ein bisschen was erahnen, dass es ein bisschen schneller geht? Da ist dann immer 5%, 5%, wisst ihr, das macht dann so einen Staffeleffekt. So, das macht schon was aus. Deswegen, wir upgraden einfach nochmal Speed. Guck mal, für 500 können wir uns auch hier inzwischen schon dieses Ding da anlocken, ne? Damit sind wir jetzt nochmal einen weiteren Platz weiter und können dort jetzt einfach nochmal einen Bumper hin platzieren. Guck mal, eine schöne 1 nochmal. Aber ich würde am liebsten einfach nochmal einen Multiplikator da reinhauen. Wisst ihr, was ich meine? Damit wir da einfach nochmal ein bisschen mehr an Action bekommen. Guck mal, da fällt dann eine 22 runter, zack, wird daraus auf einmal eine 30. Und bei diesem Bumper hier plus 1, da wird es einfach nur 1 mehr. Also dieser Bumper da in der Mitte, der muss am meisten sein, ne? Weil der sorgt dann dafür, dass wirklich die Zahl sehr viel schneller hochgeht. Aber im Prinzip ist der Base Income das gleiche. Das heißt also, eigentlich ab jetzt, würde ich sogar sagen, ist der Base Income mit das Wichtigste. Deswegen lassen wir das Ding mal ein bisschen laufen, machen ein bisschen Base Income. Und ich denke, jetzt wird es Zeit für den Bonus. Also schaue ich mir hier eine Werbung an. Bis gleich, Leute. Ich hasse Werbung gucken. Deswegen gibt es eine viel, viel coolere Werbung für euch jetzt, meine werten Damen und Herren. Unter shop.arizo.de gibt es neue Dr. Augen, meine neue Plüschtier-Kollektion. Schaut auf jeden Fall rein. Das ist nämlich eine echt coole Werbung. Okay? Und jetzt haben wir tatsächlich schon einen Bonus bekommen. Okay, 3 Minuten Bonus, Leute. Ihr wisst Bescheid. Wir werden jetzt einfach die ganze Zeit auf Base Income drücken währenddessen. Ich hoffe, dass der Base Income... Guck mal, da fallen wirklich welche gerade runter. Die werden gerade zu 75, 79. Das ist abgefahren. Das ist so viel, Leute. Wir können jetzt wirklich ordentlich hier reinhasseln. Oh yeah. Oh, 127, da war gerade eine gelbe. Oh, die ist sogar gelb geworden. Der nächste Upgrade ist da ab 5000 einfach. Und deswegen würde ich sagen, ah, vielleicht sollten wir doch die Bumper fast upgraden, weil guck mal, wir bekommen hier für 107 bekommen wir schon Bumper. Aber diese Dinger hier, diese orangenen, die sind halt nicht so viel wert, ne? Nochmal kurz einmal in Speed. 10% Schnelligkeit. Oh, da ist gerade eine 300 runtergefallen. Habe ich das richtig gesehen? Oder war das nur eine 100? Nochmal in Speed rein investieren. Oh, Leute. Oh, Leute. Oh, da ist gerade eine 500 runtergefallen. 500. Okay, schnell, schnell, schnell. Ich muss nochmal auf Speed. Nochmal, schneller, schneller. Die müssen da schneller runterkommen. Los, macht Geld. Okay. Ja, okay, okay. Nice, nice one. Okay. Leute, das sieht richtig stark aus. Aber jetzt können wir auf jeden Fall nochmal ein paar Bumper zusätzlich kaufen und gucken mal, ob wir da noch ein bisschen Glück haben. Ich versuche hier mal ein bisschen zu upgraden. Oh, da hätte ich eigentlich den Einser da nochmal upgraden können. Wechsel das mal aus. Hol mal noch ein paar mehr Bumper. Eieiei, die mag ich nicht so sehr. Das ist wirklich viel, viel Geldverschwendung hier leider. Deswegen, eigentlich hätten wir nochmal auf Base Income gehen müssen, glaube ich. Oh, ich glaube, da kommt nochmal ein Gelber. Ja, 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 ja. Jo, 211. Schönes Ding. Base Income nochmal erhöhen einfach. Wir brauchen noch mehr Speed. Aber Speed kostet inzwischen 1900. Aber ich glaube, Speed gibt uns wirklich viel. Oh, guck mal, da können wir eigentlich 1,4 draus machen. Hier nochmal eine 1,1 reinpacken. Komm, nochmal einen kleinen Speed-Bonus für die letzten 30 Sekunden, ne? Yes! Okay, Leute, wir sind jetzt bei 130% Speed. Pro runterfallen, 30% mehr Speed, das macht schon was aus. Das macht schon was. Das macht was mit mir. Also, ich glaube, die ganz unten, ne? Der 5000er da, ich glaube, der kann uns nochmal viel geben, weil oben sind natürlich die Multiplikatoren schon ganz nice, aber unten sind sie, glaube ich, sogar noch besser. Ich glaube, das sollten wir sogar tatsächlich mal wechseln und dann gucken wir mal, ob das wirklich der Fall ist. Springen sie oben mehr oder springen sie unten mehr? Das ist so die Frage. Guck mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nee, ich glaube tatsächlich springen die oben mehr, oder? Ja doch. Jetzt ist der Bonus auch schon weg. Nein, jetzt kommt das Geld nicht mehr rein. Hier kaufen wir nochmal ein paar Bumper. Machen wir daraus mal 1,2, 1,2. Machen wir 1,2 zu 1,3, 1,3, 1,3. Dann diese ganzen Dinger können wir auch nochmal kurz upgraden. Dann können wir hier 1,4 machen, haben dann hier 1,3. Dann machen wir die Zweier zu einem Dreier, die Dreier zu einem Dreier, die Vierer zu Vierer. Das ist dann der Fünfer. Dann haben wir endlich einen Sechser. Also ich muss sagen, dieses Bumper-Ding, schon nicht schlecht, weil diese Multiplikatoren schon wichtig sind so. Aber diese orangenen Dinger, die sind schon nicht so nice. Oh, guck mal, da springt so ein kleines Werbezeichen, was wahrscheinlich Bock hat, uns ein Angebot zu machen. Was ist das Angebot? Nachdem du diese Werbung geguckt hast, kriegst du 5000. Ey, wisst ihr was? Die letzte Werbung war gar nicht so schlimm. Ich guck's mir an. Also eigentlich würde ich sagen, ich bin nicht so der Werbungsgucker, aber hier ist Werbung schon eigentlich
ganz okay. Kann man machen. Also es geht so 30 Sekunden, du kriegst sofort Geld. Finde ich nice. Ja, was sollen wir da jetzt upgraden? Ja, schon den Unlock da unten eigentlich. Und dann ein paar Bumper nochmal kaufen von dem Geld. Dann machen wir hier nochmal ein 1,2er rein. Okay, das heißt, wir haben jetzt unten nochmal ordentlich zugelegt. Leute, das ist schon nice. Ich glaube, wir können uns hier nochmal kurz den Bonus auch reinhauen. Perfekt. Bonus ist aktiviert, Leute. Ich habe ihn nochmal hier extra nochmal für euch eine 5-Sekunden-Werbung geguckt. Alles nur für euch. So, sieht aber gut aus. Also wir sind jetzt auf jeden Fall wieder ordentlich mit dabei. Können hier unseren Base-Income auch nochmal kurz erhöhen. Zweimal sogar. Ich glaube, inzwischen kommen wir vielleicht mal an so einem Punkt an, wo wir jetzt bald fast nur gelbe Zahlen bekommen können. Das wäre natürlich nochmal ordentlich nice. Und da ist auch nochmal einer zu unlocken. Das ist nochmal die 50.000. 50.000, da müssen wir nochmal hinkommen. Aber was haben wir hier? Oh mein Gott, was? Ich habe diese Werbung geguckt und ich habe jetzt einfach diesen Platz da in der Mitte freigeschaltet. Oh mein Gott, das hat sich ja mega gelohnt. Okay, warte mal, jetzt bin ich gerade mir nicht so ganz sicher. Ich glaube, bin ich mit den Multiplikatoren richtig? Wir nehmen mal nochmal einen weiteren Multiplikator. Weil das Ding ist ja, eigentlich sind die Multiplikatoren schon das Wichtigste, würde ich ja eigentlich schon so mit sagen. Okay, ich habe eine Idee, was wir machen. Ich mache das hier die ganze Zeit falsch, Leute. Ihr dürft euch mich nicht als Beispiel nehmen. Also wir müssen den Grundwert oben erhöhen. Das heißt also, wir machen hier zum Beispiel auch eine 4 raus. Dann haben wir da unten eine 1,5. Jetzt nehme ich hier 1,3, 1,3, 1,4, 1,4. Mach daraus dann 1,5 und hole hier nochmal ein paar Bumper rein. Und dann machen wir da nochmal ein 1,2er hin. Das Ding ist jetzt so, guck mal, ich erhöhe jetzt einfach den Basiswert oben. Und dann, wenn es wirklich darum geht, da jetzt ordentlich ein bisschen an Kohle dann draus zu machen mit dem Multiplikator, also mal 1,5 zum Beispiel, dann macht es Spaß, wenn die Zahl schon relativ groß ist. Und jetzt macht es ganz auch Sinn. Guck mal, da ist gerade ein 600 darunter gefallen. Zum Glück habe ich es jetzt im späten Verlauf des Videos gecheckt. Okay. Oben muss man die Zahlen erhöhen und dann mit den Multiplikatoren unten, da knallt es dann richtig rein. Wisst ihr, wie ich meine? Oh, meine Güte, macht das Sinn. Okay. Oh, wir können 1,5, 1,5 machen. Kriegen wir 1,6. Hier können wir dann 1,3er hinpacken. Ich mache nochmal Double Bonus. Okay, jetzt macht die Technik richtig Sinn. Wenn wir das alles miteinander sehr gut verbinden, dann macht das hier schon sehr viel Spaß. Yes. Oh. Hat man das gerade gesehen, wie er so hin und her gebounced ist? Okay, jetzt auf jeden Fall Speed erhöhen. Dann verdienen wir wirklich mehr Geld, weil dadurch, dass da mehr Geldscheine so herumfliegen in dem Spiel und die sich ja gegenseitig auch die ganze Zeit treffen, sorgt es am Ende des Tages dafür, dass die sich verheddern und dann schlagen die immer und immer und immer wieder gegen die Multiplikatoren. Und das ist gut. Wisst ihr, wie ich meine? Ich nehme nochmal hier ein paar Multiplikatoren. 1,2 machen wir daraus mal 1,3er. Daraus dann 1,4er. Oh, da fehlt jetzt unten einer. Das ist gar nicht gut, was ich hier gemacht habe. Da war ich zu greedy. Guck mal, 1,7000 kostet das inzwischen hier. Irgendwie verdienen wir nicht mehr so viel Geld, seitdem das Ding da unten weg ist. So, hier nochmal ein paar Bumps. Komm, 1,2 nochmal extra. Das passt dann. Ich glaube, diese Aufteilung, wie wir sie jetzt haben, ist mit sogar eine der besten. Was haben wir da? 22.000 kriege ich für eine Werbung. Okay. Okay, nice. Jetzt habe ich nochmal 22.000 in meiner Tasche. Wir sparen. Ich denke wirklich, manchmal lohnt sich Sparen sogar sehr, weil ich denke, dieser Unlock von diesen 50.000, Leute, das wird schon wichtig sein. Da fällt so viel Geld runter, das wäre da eigentlich dran gestoßen. Und man muss auch sagen, schaut euch das mal an, wir sind jetzt schon bei 45.000. Also man könnte natürlich auch versuchen, die so ein bisschen durcheinander mehr zu machen. Okay, wir haben auf jeden Fall 50.000. Okay, wir unlocken erstmal den 50.000er, holen hier nochmal einen Bumper rein, dann haben wir nochmal einen extra Bumper. So, nochmal, dann gibt es nicht mehr auf, damit sind wir jetzt erstmal safe. So, jetzt ist so die Frage, ist es wirklich gut, wie wir das so aufgestellt haben? Oder sollten wir vielleicht sowas machen wie da, dass diese 1,6 dann hier direkt das zu einer 34 oder sowas macht? Es ist am Ende des Tages so ein bisschen natürlich Glücksspiel auch, aber wenn wir zum Beispiel damit so eine 1,6 haben, guck mal, und das schlägt da zweimal drauf, dann entsteht sowas wie eine 300 da. Unten, wenn die so aneinander prallen, da machen die wirklich am meisten Geld, glaube ich. Was haben wir da? Ist das nochmal extra? 38.000 nehmen wir mit. Okay, jetzt haben wir nochmal 45.000 auf der Cash. Wir sollten auf jeden Fall versuchen, die unteren, die jetzt nur auf 1,1 sind, zum Beispiel den auf 1,2 zu machen, den auf 1,3 zu machen, den auf 1,4 zu machen, den auf 1,5 zu machen. Und dann nochmal zwei 1,2er hier reinzusetzen. Oh mein Gott, habe ich viele Orangen. Können wir hier nochmal ein Dreier daraus machen? Und dann hier nochmal auf jeden Fall einen Bumper nochmal hinsetzen. Ein 1,1, da kann ich hier zu einem 1,2 machen. Okay, also jetzt haben wir schon ein bisschen so eine bessere Technik, glaube ich.
Aber ich bin mir immer noch nicht hundertprozentig sicher. Und den Sechser würde ich auf jeden Fall dahin setzen. Ich glaube, die größten Orangenen müssen in der Kombination mit dem höchsten Lilanen oben stehen. Oder was vielleicht doch schlauer ist, ist, wenn wir hier links und rechts auf jeden Fall die hin platzieren. Weil die boosten damit schon nochmal gegen Ende ordentlich nochmal rein. Aber unten muss eigentlich auch nochmal ein bisschen was Höheres sein, ne? Ich bin mir gerade nicht so ganz sicher. Ich upgrade auf jeden Fall nochmal die Bumper. Und damit können wir hier nochmal einen Fünfer machen, okay? Aber ich glaube tatsächlich, wir sollten diese Fünfer auch eliminieren. Daraus dann lieber hier einen Siebener machen. Und dann in der Mitte lieber auch diese Skalierungseffekte machen, ne? Oh, jetzt habe ich mir einen Bumper gekauft und ich habe wieder nur so einen Einser bekommen. Oh, das ist so schlimm. Vielleicht machen wir doch nochmal eine kleine Planänderung. Und doch platzieren wir die ganz groben mal nach unten. Ich glaube schon, dass es besser ist. Noch mal weiter im Bumper. Mist. Jetzt wieder eine plus 2 bekommen. Ich brauche das eigentlich nicht. Da kommen die ja dann an. Ja doch, guck mal. Jetzt verdienen wir schon mehr, oder? Irgendwie ist es so schwierig, das so ein bisschen zu erklären. Weil doch, eigentlich unten ist dann der Wert so am meisten. Und dann sollte es ja gehen. Aber oben ist ja dann auch der... Also ich glaube, vielleicht ändert es sogar gar nichts. Nochmal einen weiteren Bumper hier rein investiert und nochmal einen. Jetzt haben wir endlich einen weiteren. Jetzt haben wir da überall diese Bumper. Und dann guck mal, ja doch, schon nicht schlecht dann. Warte, und die plus 7 packen wir jetzt mal dahin. So, und dann kriegen wir hier nochmal ein paar 600er. Oh, 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 da ist nochmal ein 1000er. Okay, das ist jetzt auch mit dem Double. Mit dem Double Bonus. Das Ding ist, guck mal, wenn das auf den 1,6er drauf fällt, dann ist der grobe Bonus, der da entsteht, so viel höher als die plus 7. Die plus 7 ist eigentlich gar nicht gut. Also überhaupt nicht. Wir müssen nur diesen Grundwert so hoch wie möglich hinbekommen. Und zwar in kürzester Zeit. Das heißt, die 1,5 muss auch hoch. Dann müssen wir hier aus der 1,1 auf jeden Fall mal eine 1,2 machen. Und aus der dann eine 1,3. Und aus der 1,3 dann eine 1,4. Haben wir jetzt natürlich wieder hier ein bisschen gepokert und so. Ist jetzt nicht schlimm. Und wir machen dann hier nochmal so ein bisschen. So, und dann hier nochmal eine 1,1 so zum Schluss. Weil desto höher der Basewert ist, desto mehr knallt das dann sozusagen am Anfang. Die Orangenen sind am Anfang so schon die nicesten, aber später dann nicht. Eigentlich müssen wir das Level jetzt mal beenden hier. Guck mal, jetzt werden tatsächlich sogar fast alle orange, die da durchfallen. Sehr, sehr gut. Sogar dunkelorange. Schön, schön. Oh, guck mal, da ist sogar schon einer orange. Oh, 4000, 5000. Oh, wunderbar, da ist einfach gerade einer mit 5000 runtergefallen. Wir upgraden nochmal auf Speed. Ah, ich werde angerufen. It's the final. Oh nein, oh Mist, ich habe die Aufnahme zu spät gestartet. Okay, Leute, tut mir leid. Ich wollte eigentlich gerade die Aufnahme starten, aber jetzt habe ich doch zu früh mit dem Next Level erreicht. Okay, stellt euch einfach vor, dass ihr das live gesehen habt, wie das Ding aufgeploppt ist. Jetzt sind wir durch, Leute, ich habe es durchlaufen lassen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich konnte keine Werbung mehr gucken. Irgendwie der Trick hat nicht mehr funktioniert. Aber dafür können wir jetzt gucken, was im nächsten Level passiert. Und es ist genau das Gleiche. Und damit ist die Folge auch vorbei. Ciao.